Hallo, heute ist der Aktionstag von der Partei Die Basis. Und wir sind heute hier in der Schildergasse in Köln, weil wir auf unseren Gesundheitstag aufmerksam machen wollen. Der findet statt am 18.06. und wir thematisieren zwei große Themen. Einmal das Problem der Impffolgen und das zweite ist natürlich auch die gesundheitliche Belastung am Arbeitsplatz. Was können wir dagegen tun? Können wir präventiv handeln? Und was bedeutet das für die Arbeitswelt und für die Gesellschaft? Das Gesundheitswesen muss tatsächlich komplett reformiert werden, weil es auf rein ökonomischen Aspekten beruht und nicht aus medizinisch-ethischen Aspekten. Das bedeutet ein kompletter Umbau des Gesundheitssystems. Und daran arbeiten wir, die Basis, in der Form, dass wir ein Gesundheitskonzept erstellen. Und das präsentieren wir am 16. September auf unserer Gesundheitskonferenz hier in Köln. Wir sind hier auf der Schildergasse in Köln zum Beispiel, wie in vielen anderen Orten in der ganzen Bundesrepublik, ja, präsentieren unsere Forderungen zum Thema Gesundheit und was ich jetzt hier in der Hand halte zum Thema Frieden. Die meisten, die hier vorbeigehen, denken wohl, die NATO sei ein Friedensbündnis und würde uns den Frieden hier erhalten und wissen nicht, dass die Tatsachen dem genau zu widersprechen. Wir sind der Meinung, mit der Beseitigung der NATO hier aus Deutschland und am besten aus ganz Europa ist die beste Voraussetzung geschaffen, um ja dauerhaft Frieden zu haben. Deswegen verteilen wir hier dieses Flugblatt unter anderem NATO raus, Krieg aus. Also, wenn die NATO aus Europa, speziell auch aus Deutschland verschwunden ist, dann sind wir sicher, dann hat der Krieg ein Ende, insbesondere der jetzt laufende Krieg gegen die Ukraine, den NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland.